So, willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Wir haben ja eigentlich letztes Mal ein bisschen weiter drüben beendet. Aber das ist im Prinzip egal. Wir machen jetzt weiter. So. Ja, mal schauen, wie weit wir denn eigentlich schon sind. Lang dürfte es nicht mehr dauern, bis ich das Spiel durch habe. Das weiß ich. Weil wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich alles. Ja, so wie das. Die wollen uns immer noch kragen. Oh, so viele gleich. Muss ich ehrlich hin? Ah, okay, ich bin gar nicht so falsch. Ich glaube, davon werden wir noch viele sehen. Leider, ich hasse sie ja. Ich finde die voll scheiße. Und ich glaube, die können mich auch runterziehen, wenn ich mich noch recht erinnern kann. Was mache ich da gerade? Ah, oh, ne, ich mach's. What the hell? Wo gehe ich gerade hin? Ich blick's irgendwie nicht voll nicht. Aber wie ich sehe, blicken die es genauso wenig wie ich. Ich glaube, mach ich gerade das Richtige? Ja, irgendwie nicht. Ja, so wie das so. Ich sollte es am besten gar nicht versuchen. Das wäre wirklich das Allerbeste, wenn ich es gar nicht erst bei denen versuchen würde. Du musst weg von ihnen. Das war ja schon mal elegant gefällt. Dann nach oben. Genau. Da lang. Boah, fuck. Ja, da lang. Nicht irgendwie da lang. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Okay. Also war ich gar nicht so falsch. Aber wo ich jetzt lang muss, habe ich keine Ahnung. Oh, okay. Boah, das war aber knapp. Ich hätte fast daneben gesprungen. Das kann verdammt knapp. Jawohl, aber wir haben es geschafft. Ich hoffe mal, wir haben sie jetzt los. Ich habe nur einen Aufzug gesehen. So. Schön durch die Rundtür. Wir müssen das Gewehr woanders deponieren. Klär das mit Krieg. Versuch du sie abzuschütteln. Dammit, ich dachte, die hält sowas aus, aber nein, es ist ja fake. Sie ist klein und verletzlich. Oh man, die folgen mir immer noch. Ich mag die nicht. Die sind scheiße. So, schnell hier runter. Warte, jetzt werden wir auch noch beschossen. Oh, ist das geil. Einfach nach hinten rum. Die treffen mich wahrscheinlich sowieso nicht, weil die zu dumm sind. Ja, so wie das. Ach Gott, ich bin sogar ganz runtergefallen. Ist ja Wunder. Ach fuck. Oh nein, nein, nein. Ah, toll. Einfach ausweichen, bis es wieder geht. That's the true fucking. Ach du Kacke. Nein. Scheiße. Ah, Moment! Ich könnte sie ja töten! So, scheiße. Dammit! Gerade eben wollte ich dahin springen. Okay, zuerst erledigen wir den hier. Na, wo seid ihr, scheiß Spasten? Oh, nein! Boah, wieso? Ahaha. Und? Okay. Jetzt sollten wir nicht mehr gestört werden. Krieg wird das Gewehr im Inneren des CCC-Gebäudes deponieren, gleich um die Ecke. Von da wirst du gute Sicht auf Cave Corroy haben. Wunderbar, so wie es sein muss.
dass wir nicht hochkommen. Ach, wunderbar, hier. Ich muss diesen Part aber gleich schon wieder beenden, ne? Da meine Eltern soeben ins Bett gegangen sind und ich deshalb nicht mehr laut reden kann und das ziemlich scheiße ist und ich das voll hasse. Aber naja, was soll man machen? Okay, da lang. Boah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Wow. Ey, kipp nicht so. Das ist voll kacke. Okay. Wir haben es aber. Bam, Tür aufschlagen und alles wird gut. So, wunderbar. Giving all the news you need, Daily City. Oh, 360s. Es ist oben auf dem Atrium, das du gleich erreichst. Okay, okay. Und Safe Point, das heißt, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Guten Tag, liebe Leute, der Vex hier und willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Wir werden nur eine Folge aufnehmen können, da ich momentan was für die Schule machen muss und das voll nervig ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem 15 Minuten Zeit, um zu überlegen, wie wir da hochkommen. Aber nein, ich weiß es natürlich schon. Ja, so ungefähr. Ach, verdammt, das blockt meinen Maus. Mein Lautsprecher, meine Maus, das ist nicht so cool. Wie kommen wir da nochmal? Ja, genau, Faith. Oh Gott. Du bist so unfähig, das geht gar nicht. Geht doch. Also kannst du doch irgendwas. Moment. So. Wie ging das jetzt noch gleich? So ging es auf jeden Fall nicht. Nein! Oh Gott, Faith! Guten Tag, liebe Leute, der Vex hier und willkommen zu Let's Play Mirror's Edge. Wir müssen hier nach oben, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr sicher. Ja, doch, das sieht danach aus. Wir nähern uns immer mehr dem Ende. Und ja. Mal schauen, wie lange es noch braucht. Ah, jawohl, so geht's. Wunderbar. Ich glaube, wo müssen wir denn lang? Ah, schon kapiert. Dieser Teil ist ziemlich kompliziert, weil Faith kann dann ziemlich oft failen und das pisst einen dann ziemlich an. Zum Beispiel hier. Es muss nicht immer sein, dass sie diesen Sprung schafft. Das kann auch mal vorkommen, dass sie ihn nicht schafft. Und das pisst einen dann derbe an. Das kann ich euch sagen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie es mich aufgeregt hat, wenn ich da mal runtergefallen bin. Oder das Beste war, wenn ich zwar runtergefallen bin, aber ich nicht gestorben bin. Das ist dann sowieso das Schlimmste, was passieren kann. Weil dann könnt ihr die ganze Scheiße nochmal von vorne machen. Und das ist nicht toll. Das sage ich euch jetzt schon mal. Das ist überhaupt nicht toll. Ich glaube, wir müssen... gehen wir lieber erstmal da runter. Hey Leute! Kleine Ankündigung, ich schätze mal, dass dieses Video vor dem Let's Play Together mit Skunky online kommt. Und zwar werde ich von Skunky den Multiplayer-Modus, beziehungsweise den Multiplayer-Modus, den Horde-Modus von Gears of War 3 Let's Play, also Let's Play Together. Und wird bestimmt geil. Wird, denke ich mal, auf seinem, ja, wird doch auf seinem Kanal und auf meinem Kanal hochgeladen. Also wir wechseln uns wahrscheinlich immer ab mit den Parts, so wie man das eben normal heutzutage macht. Ja, das war mal so eine kleine Ankündigung, also seid schon mal gespannt darauf. Nö, wird bestimmt geil, aber wir werden jetzt erstmal hier das Spiel erledigen, das war knapp. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen, jetzt da oder da? Ich glaube nämlich, wir müssen da lang. Ja, wir müssen da lang. Ah, immer diese Wege. So. Oh Gott, das kann ja was werden. Oder auch nicht. Es ist leichter als... leichter als es aussieht. Ja genau, leichter als es aussieht, nicht leichter als gesagt. Wo auch immer das gerade Sinn ergeben hätte. Leichter als gesagt, genau. Autsch, leg dich auf den Rücken, das machst du gut, Faith. So. Was haben wir, weit oben sind wir eigentlich? Ich glaube, jetzt... sind wir da drauf? Nee.
Oder doch, ich weiß es nicht genau. In der Nähe müsste ein... Danke, danke, danke. Gut, dass du gestorben bist. Wow. Sonst wäre ich... Boah. Ausgerastet. Ja gut, ich dachte, die schafft den Sprung nicht, toll. In der Nähe müsste ein Lüftungsschacht sein. Das ist der schnellste Weg. Ja. Man kann den Lüftungsschacht nicht auffälliger markieren. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Die Rappen hier werden echt riesig. Ich habe, glaube ich, 30 Minuten Zeit, um aufzunehmen. Ich weiß aber nicht genau. Aber ich habe gerade gar keine Zeit mehr zum Zocken. Ich glaube, Mirror's Edge ist heute das erste, was ich spiele. Wir haben 21.30 Uhr, oder wie viel haben wir? Moment. Oh no, wir haben 22.30 Uhr. Ja, das ist das erste, was ich heute zock. Und das wird wahrscheinlich auch das letzte sein. Aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht nehme ich noch irgendwas anderes auf. Obwohl, was habe ich gerade für Projekte? Nur Horrorspiele. Ja, könnt ihr vergessen. Die werde ich definitiv nicht aufnehmen. Ich werde Mirror's Edge erstmal durchzocken. So sieht es ziemlich aus. Zuerst kommt Mirror's Edge. Dann kommt... Gott, was war das denn? Siehst du das Gewehr? Geh da hin, cool. Und mit dem Konvoi ins Visier. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Versuch's mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Nur zu, dann hätte ich jetzt nur gedacht. Ah, genau. Wie ist der Status? Ende! Vielleicht war ich der Quickstep, Bro. Der Weg ist frei. Das sehen wir gleich, ob der Weg frei ist. In den Konvoi. Da kommt das Polizeiauto und da kommt der Konvoi. Hä? Was war das? Keine Ahnung. Shit, aber ich hab ihn verfehlt. Ich hab ihn verfehlt, Merk. Siehst du das Gewehr? Geh okay. Da hin und nimm den Konvoi ins Visier. Scheinbar ist der Fahrer ein, weiß ich, ein Gott oder so. Ich schalte dich in den CPM-Kanal des Konvois rein. Oh ne, ich will es lieber nicht probieren. Ich will es nicht probieren. Ich schieße die Wörter nicht. Wie ist der Status? Ende! Sieht gut aus, der Weg ist frei. Ja. Dann schieße ich jetzt. Bam, einmal und zweimal und. Hä? Hallo? Was mach ich denn falsch? Was Shit. War das? Keine Ahnung. Shit, aber ich hab ihn verfehlt. Ich hab ihn verfehlt, Merk. Ach so. Ach so. Siehst du das Gewehr? Geh da hin und nimm den Konvoi ins Visier. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Versuch's mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Mit dem Motor, ja, ich hab mir hier nicht zugehört. Weil es ja auch viel schwieriger ist, den Typen, der im Konvoi sitzt, zu treffen als den Motor. Der Weg ist frei. Okay, den Motor. Ich hätte ihn auch einfach einen Blatt schießen können, oh mein Gott. Das wäre doch genauso einfach gewesen. Wie ist das jetzt, Zeitlupe? Das habe ich ja nicht eingesetzt. Du musst da runter. Ja, Zeitlupe und so, ne? So. Mist, zu spät. Sie wissen jetzt, wo du bist. Genau. Wir haben die ja so schnell erfahren, wenn ich fragen darf. Egal, sie werden mich niemals bekommen. Denn ich bin Fail. Bzw. ich bin Vex. Und ich bekomme mal nicht so einfach. Sind die denn, wenn ich fragen darf? Ja, reingedickt. Hier du. Bam. Oh. Oh. Yeah. Come on, bitches. Where are you? Nirgendwo. Wunderbar. So muss sein. Wow. Dort. Pumpkin. In dein Face. That's all.